Vorhang auf für das neue Stück am Theater Pforzheim. Nach fast 10 Jahren feiert das Musical My Fair Lady wieder Premiere. Die Inszenierung von Markus Hertel unter der musikalischen Leitung von Philipp Haag überzeugt durch Farbenpracht, wunderbare Stimmen und beschwingte Melodien. Und wir haben nach einem Unterhaltungstitel für die ganze Familie gesucht und haben ein bisschen auch unter den Mitarbeitern und Pforzheimer mal nachgefragt und so. Und erstaunlicherweise, oder nicht erstaunlicherweise, fiel My Fair Lady ganz häufig. Und nicht nur von älteren Damen und Herren, sondern auch von der jüngeren Generation. Und dann haben wir uns schlau gemacht, haben gesehen, es ist schon länger her, dass My Fair Lady nicht gelaufen ist, und dachten, das wäre doch vielleicht ganz gut, als in unserem Bereich Unterhaltungssegment My Fair Lady zu bringen. Im Mittelpunkt des Geschehens steht die stimmgewaltige Eliza Doolittle. Das Musical beschreibt auf packende, aber auch humorvolle Weise, wie ihr mit Hilfe von Phonetiker Higgins der Durchbruch gelingt und das Blumenmädchen letztlich zur feinen Dame wird, die perfekt sprechen kann. Ich glaub, jetzt hat sie's. Ich glaub, jetzt hat sie's. Es grünt so grün, wenn Sprung jetzt blüht so grün. Mein Gott, jetzt hat sie's. Mein Gott, jetzt hat sie's. Noch ein Altbad. Müssen wir sie auf die Probe stellen. Wir werden Eliza in der Öffentlichkeit präsentieren. Das Gemeine nur an der Sache ist, sobald sie es kann und wirklich einen großen, großen Erfolg macht und anersehen ist und aufgestiegen ist, merkt sie, dass sie plötzlich nirgendwo mehr zugehört, weil sie hat die Wurzeln zu ihrer Community verloren, aber zu der wirklichen Oberschicht gehört sie auch nicht. Und das ist dann quasi der zweite Kampf in dem Stück, den sie dann auch mit Bravour besteht. Und auch der überzeugte Junggeselle Higgins erlebt eine Veränderung, denn er verliebt sich in Eliza. My Fair Lady eroberte schon 1956 den Broadway in New York. In Deutschland wurde das Musical ab 1961 gespielt und auch hier zum Publikumsliebling. Bis heute ist es eines der erfolgreichsten Musicals überhaupt. Wie die Geschichte von Eliza Doolittle ausgeht, das erfahren Sie von kommendem Samstag, den 11. Februar an, im Theater Pforzheim. Elektrisch, auf den Elektrischen.